von den Brotkanten, den ihm eine Bauersfrau über den Zaun des Lagers geworfen hatte, war bereits am zweiten Tag seiner Flucht nichts mehr übrig geblieben. Zuletzt suchte er in seiner Manteltasche die winzigen Krümel, die er sich in gewissen Abständen immer wieder in den Mund führte. Seinen Durst löschte er mit einer Handvoll Schnee. Bereits am dritten Tag seiner Flucht wusste er weder, wo er war, noch wohin er gehen sollte. Hans wollte nur noch weg, weit genug weg von diesem Lager, in das sie ihn gesperrt hatten. Der Krieg war verloren. Er war 17 und hoffte, dass dieser Krieg schnell ein Ende haben würde. Sie wollten ihn mit seiner Kompanie in den Russlandfeldzug schicken. Die Soldaten wussten, dass sie von dort nicht mehr zurückkehren würden. Ihr Zug mit dem Mannschaftstransport nach Minsk wurde bereits in Frankfurt an der Oder von den feindlichen Fliegern bombardiert. Die Lok wurde getroffen, der Kessel explodierte und die Waggons entgleisten. Mitten in einer endlosen Landschaft lagen die Trümmer des zerbombten Zuges. Rauch stieg zum Himmel, es roch nach verbrannten Kohlen und nach dem verbrannten Fleisch der schreienden Lanzer. Er war 17 und hoffte, dass dieser Krieg schnell ein Ende haben würde. Sie wollten ihn mit seiner Kompanie in den Russlandfeldzug schicken. Die Soldaten wussten, dass sie von dort nicht mehr zurückkehren würden. Ihr Zug mit dem Mannschaftstransport nach Minsk wurde bereits in Frankfurt an der Oder von den feindlichen Fliegern bombardiert. Die Lok wurde getroffen, der Kessel explodierte und die Waggons entgleisten. Mitten in einer endlosen Landschaft lagen die Trümmer des zerbombten Zuges. Rauch stieg zum Himmel, es roch nach verbrannten Kohlen und nach dem verbrannten Fleisch der schreienden Lanzer. Ihre Schreie glichen einer Todessymphonie, sie schienen die Landschaft in ein bizarres Gebilde zu verwandeln. So sieht also der Krieg aus, dachte der Hans, als er sich aus den Brocken von Stahl und Dreck herausarbeitete. Er wurde bei diesem Bombardement verwundet. Die Verletzung am Bein machte ihn kampfunfähig und brachten ihm 6 Wochen im Lazarett und 1 Woche Heimaturlaub ein. Seine Mutter war froh, dass wenigstens einer ihrer 3 Söhne aus dem Krieg zurückkehrte. Hermann blieb in der Normandie und von Fritz, der zuletzt im Kessel von Stalingrad kämpfte, hatten sie schon lange nichts mehr gehört. Hans wollte nach seinem Heimaturlaub nicht mehr in diesen gottverdammten Krieg zurück. Doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich wieder auf den Weg zu machen. »Mutter, bei der erstbesten Gelegenheit, die sich ergibt, brenne ich durch«, sagte er zu ihr zum Abschied. Doch es gab für Hans keine Gelegenheit mehr, durchzubrennen. Noch bevor er in Mainz den Bahnhof oder das, was davon übrig geblieben war, zu Fuß erreichen konnte, hörte er unterwegs zwischen Gau-Algesheim und Ingelheim die Leute rufen: »Der Krieg ist vorbei! Er ist aus und vorbei!« Der Krieg war zu Ende. Hans war nicht allzu weit von seinem Heimatdorf entfernt. Zu Fuß wollte er zurück nach Dietersheim, um dort wieder sein normales Leben zu führen. Die Arbeit im Stall und auf dem Feld, das war das, was er wollte, was er konnte, und es war die Arbeit, die ihn zufrieden machte. »So fühlt sich also das Ende des Krieges an«, murmelte er vor sich hin. Äußerlich gab es keine Veränderungen. Zerbombte Häuser, Menschen auf der Flucht, immer wieder auch verstreute Lanzer, verwundete Menschen auf den Straßen, die ziellos herum zu irren schienen, Leichen am Straßenrand, deren Verwesungsgeruch süßlich über der Trümmerlandschaft lag. Die Amis kamen sehr schnell mit einer Pendant-Brücke über den Rhein bei Bingen. Die Rheinbrücke wurde von einem Sprengkommando der Wehrmacht zerstört, um jeden Quadratmeter deutschen Bodens bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen.
Sie kamen mit ihren Panzern und ihren Jeeps, blieben stehen, fragten nicht lange und nahmen ihn gefangen. Die amerikanischen Soldaten nahmen ihn einfach mit und brachten ihn in ein notdürftig errichtetes Gefangenenlager bei Pretzenheim. Tagsüber, wenn die Sonne ein wenig durch den bewölkten Himmel schien, war das Lagerleben erträglich. Als der Herbst mit seinen Regenfällen das Leben der Gefangenen erschwerte, gruben sie tiefe Löcher in die Erde, um dort geschützt zu sein. Die nasse Erde wurde schwer. Es gab Höhlen, die in der Nacht unter der schweren Last einstürzten. Da war niemand, der die schreienden Gefangenen hören konnte. Erst bei Tag bemerkten sie, wer von ihren Kameraden bei lebendigem Leibe begraben worden war. Die Amis gingen und die Franzosen kamen. Jetzt gab es auch keine Tabakrationen mehr für die Männer. Einige trockneten in ihren Höhlen Blätter und Gras, indem sie darauf schliefen. Mit Zeitungspapier wickelten sie den selbstgemachten Tabak ein und klebten das Papier mit viel Spucke fest, um so wenigstens eine Ahnung von einem Rauchgenuss zu bekommen. Bereits am ersten Tag im Lager dachte Hans an Flucht. Die Flucht war einfacher, als er dachte. Alles ging sehr schnell. Sein Plan war gründlich durchdacht. An Heiligabend hatten sie im Lager von den Franzosen eine Extraration Wassersuppe mit einem Stück Brot bekommen. Das war alles. Am zweiten Weihnachtstag versteckte er sich unter einem Lastwagen, von dem er annehmen konnte, dass dieser bald aus dem Lager fahren würde. Mit aller Kraft hielt er sich an einem Gestänge unter dem Lastwagen fest, als dieser losfuhr. Innerhalb von wenigen Minuten passierten sie unkontrolliert das Lagertor. Unterwegs, als der Wagen hielt, war es bereits stockdunkel und er wusste nicht, wo er gerade war. Intuitiv löste er seine Hände und die Beine von dem Metall und fiel in den Schnee. Der Lastwagen fuhr weiter. Hans blieb regungslos liegen. Er atmete schnell. Langsam entfernten sich die Lichter des Lastwagens von ihm. Nachdem er eine ganze Weile regungslos liegen geblieben war, spürte er, wie die Kälte in ihm hochstieg. Das Aufstehen fiel ihm schwer, die steifen Glieder und der Hunger machten ihm zu schaffen. Sein Heimatdorf war nur wenige Kilometer entfernt, doch er wusste, dass sie ihn dort zuerst suchen würden. Die Frage, wohin er nun gehen sollte, hatte er sich im Lager nie gestellt. Nach Hause, zu seiner Mutter, würde er sicher nicht gehen können. Dort würde es auffallen, dass Hans wieder aus dem Krieg nach Hause gekommen war. Kurze Zeit spielte er mit dem Gedanken, seinen Jugendfreund Helmut um Hilfe zu bitten. Diesen Gedanken gab er jedoch schnell wieder auf. Immer wieder zog er seine Kreise durch die Dörfer um Bingen herum. Er ging nur nachts, nahm Wege durch die Felder und schlief tagsüber in einem der Heuschober, die am Wegesrand standen. Ab und zu stahl er sich bei einem Bauern ein Ei, das er roh austrank. In einem Keller fand er auch Äpfel und andere Vorräte, die seinen Hunger stillten. In der dritten Nacht seiner Flucht gelang es ihm, in der Scheune seines Elternhauses in Dietersheim zu übernachten. Auf dem Hof hörte er früh am Morgen die Stimme seiner Mutter. Das war für ihn das Zeichen zum Aufbruch. Am 31. Dezember 1945 war Hans bereits 5 Tage auf der Flucht. Auf der Flucht vor den Franzosen, auf der Flucht vor diesem unmenschlichen Gefangenenlager, auf der Flucht vor der Kälte, auf der Flucht vor seinem Hunger. Tage der Flucht, an denen er nicht wusste, wohin er flüchten sollte. Auf der Höhe der Rochuskapelle angelangt, hörte er einen lauten Knall. Sofort ließ er sich in den Schnee fallen. Adrenalin schoss ihm durch den Körper.
Er schwitzte, lag schnaufend im Schnee und war nur noch ein Bündel aus Angst. Wieder knallte es, wieder und wieder. Dann drang durch das laute Knallen das Läuten der Glocken. Zunächst nur ganz leise, dann immer lauter werdend. Hans verstand jetzt. Der Krieg war zu Ende, das Jahr auch. Ein neues Jahr begann und er wusste immer noch nicht, wohin.